Im 35 Kilometer östlich von Danzig gelegenen Konzentrationslager Stutthof waren schätzungsweise 120.000 Menschen inhaftiert, von denen mindestens 65.000 aufgrund der schlechten Lebensbedingungen, durch Gräueltaten des Lagerpersonals oder durch Vergasungen und Erschießungen ums Leben kamen. Stutthof geht als erstes Konzentrationslager außerhalb der deutschen Grenzen. Fast 6 Jahre lang mussten hier die Gefangenen unter menschenunwürdigen Bedingungen harte Zwangsarbeit leisten, wobei die meisten Todesopfer durch die miserablen hygienischen Zustände, der katastrophalen Unterbringung und der völlig unzureichenden Verpflegung zustande kamen. Unzählige Insassen starben an schweren Epidemien wie Typhus oder Fleckfieber, die teilweise das ganze Lager dahinrafften. Zusätzlich wurden tausende Menschen auch gezielt ermordet. Nach Kriegsende wurden viele der Aufseher in Polen vor Gericht gestellt und zum Tode verurteilt, wobei besonders die Hinrichtung der Angeklagten des ersten Stutthof-Prozesses große mediale Aufmerksamkeit erregte. 40.000 Menschen, darunter viele ehemalige Insassen, versammelten sich am Bischofsberg in Danzig, um die ehemaligen Aufseher hängen zu sehen. Für viele der Betroffenen war es späte Genugtuung und eine Möglichkeit, zumindest zum Teil mit der Zeit abzuschließen. Am 1. September 1939 begann mit dem Überfall auf Polen der Zweite Weltkrieg und das Land wurde innerhalb von 4 Wochen vollständig vom Deutschen Reich erobert. Schon ab 1936 hatten Angehörige der nationalsozialistischen Regierung begonnen, Listen mit unerwünschten Personen der Danziger Umgebung zu erstellen. Und wenige Monate vor Kriegsbeginn wurde bereits der Standort des späteren Konzentrationslagers bestimmt. Bereits einen Tag nach dem deutschen Einmarsch wurden die ersten Personen verhaftet und dazu gezwungen, das Lager aufzubauen, welches zunächst überwiegend als Zivilgefangenenlager für nichtjüdische polnische Personen genutzt wurde. Doch auch in der Zeit, in der das Lager in Stutthof noch nicht als Konzentrationslager deklariert wurde, starben jeden Tag unzählige Menschen durch die schlechten Lebensbedingungen oder direkte Ermordungen. Viele der Insassen überlebten keine 3 Monate. Am 23. November 1941 besuchte Heinrich Himmler das Lager und das bisherige Zivilgefangenenlager Stutthof wurde Anfang 1942 ein offizielles Konzentrationslager der Nazi-Regierung. Damit änderten sich die Umstände nochmal dramatisch für die Insassen, welche nun als Zwangsarbeiter unter menschenunwürdigen Bedingungen für die Kriegswirtschaft schuften mussten. Zudem stieg auch der Anteil jüdischer Häftlinge kontinuierlich an, welche nochmals eine deutlich höhere Sterblichkeitsrate aufwiesen. Die Häftlinge arbeiteten als Sklaven in diversen umliegenden Betrieben, wie beispielsweise den deutschen Ausrüstungswerken direkt neben dem Lager. Obwohl die Zwangsarbeiter körperlich komplett überlastet wurden, war die Verpflegung unzureichend, weshalb diese schnell abbauten und viele einfach verhungerten. Zudem waren die hygienischen Bedingungen im KZ Stutthof katastrophal und es kam bereits im Winter 1942 zu einer schweren Typhusepidemie, an der viele Häftlinge aufgrund der kaum vorhandenen medizinischen Versorgung starben. Bis zum Kriegsende wurde das KZ Stutthof regelmäßig von schweren Typhus- oder Fleckfieberepidemien heimgesucht, welche zu unzähligen Toten führten und aufgrund der miserablen Lagerbedingungen kaum unter Kontrolle gebracht werden konnten. Juden durften per Erlass nicht behandelt werden und hatten einmal angesteckt kaum Überlebenschancen, insbesondere da diese durch die Zwangsarbeit ohnehin vorgeschwächt waren. Eine Zeitzeugin sagte später aus, dass das Lagerpersonal die Insassen nicht wie in vielen anderen Konzentrationslagern vergasen musste. Es starben auch so schon mehr Menschen, als die Krematorien verbrennen konnten. Dies hielt das Lagerpersonal aber nicht davon ab, zusätzliche gezielte Ermordungen der Insassen durchzuführen. Im Frühjahr 1944 wurde eine Gaskammer eingerichtet, in der in einem kurzen Zeitraum ca. 1300 Häftlinge umgebracht wurden. Bis dies aus einem bis heute nicht genau bekannten Grund abgebrochen wurde, wobei es Theorien zu einem ausgebrochenen Brand gibt. Später wurden zusätzlich einige Häftlinge in einem abgedichteten Eisenbahnwaggon vergast. Viele Insassen wurden zudem durch eine getarnte Genickschussanlage erschossen,
welche nichts ahnend davon ausgingen, dass es sich um eine routinemäßige Messung ihrer Körpergröße handelte. Auch wenn Häftlinge ins Lagerlazarett aufgenommen wurden, konnten diese durch perfide Maßnahmen ermordet werden. Hunderte Kranke wurden mittels Phenol- oder Benzininjektionen getötet. Im Zuge des Vormarsches der Roten Armee kamen ab Mitte 1944 immer mehr Menschentransporte aus den östlich gelegenen Konzentrationslagern an, welche nun nach Stutthof evakuiert wurden. Im komplett überfüllten Lager verschlechterten sich die Lebensbedingungen nochmals deutlich und im KZ stapelten sich die Leichen kürzlich verstorbener Insassen. Zudem nahmen auch die gezielten Tötungen, von denen vor allem Juden betroffen waren, stark zu. Einige Historiker stufen das KZ Stutthof für die Zeit ab Mitte 1944 bis Kriegsende deswegen sogar als Vernichtungslager ein. Am 25. Januar 1945 wurde dann auch das Konzentrationslager Stutthof evakuiert, wobei etwa 11.600 noch marschfähige Häftlinge in den Westen getrieben wurden, von denen am Ende mehr als die Hälfte in diversen Massakern ermordet wurden. Aufgrund des katastrophalen Zustandes des Lagers verblieben jedoch fast 34.000 Menschen in Stutthof und den umliegenden Außenlagern, von denen noch Tausende in den letzten Kriegswochen starben. Am 9. Mai 1945 wurde das Konzentrationslager von sowjetischen Truppen befreit. Stutthof ist damit nicht nur das erste, sondern auch das am längsten existierende Konzentrationslager außerhalb der ursprünglichen deutschen Gebiete. Nach dem Krieg wurden viele Angehörige des Lagerpersonals vor Gericht gestellt und zu hohen Haftstrafen oder zum Tode verurteilt. Max Pauli war vom Oktober 1939 bis September 1942 Kommandant des Lagers, damit maßgeblich am Ausbau des Lagers und den durchgeführten Verbrechen verantwortlich und wurde am 8. Oktober 1946 im Zuchthaus Hameln gehängt. Paulis Nachfolger als Lagerkommandant war Paul Werner Hoppe, welcher bis Kriegsende maßgeblich für die schlimmsten in Stutthof herrschenden Zustände verantwortlich war und tausende Menschen gezielt ermorden ließ. Hoppe konnte sich nach Kriegsende zunächst seiner Verhaftung entziehen und damit der sicheren Todesstrafe entkommen. Er wurde 1957 wegen seiner Tätigkeiten im Lager zu einer 9-jährigen Haftstrafe verurteilt und bereits Ende 1960, also nach nur 3 Jahren, wieder entlassen. Diverse Angehörige der Wachmannschaften wurden im Rahmen der in Polen stattgefundenen Stutthof-Prozesse angeklagt, wobei insbesondere der erste Stutthof-Prozess und die nachfolgende Durchführung der ausgesprochenen Todesurteile große mediale Aufmerksamkeit erfuhr. Angeklagt und zum Tode verurteilt wurden unter anderem der SS-Oberscharführer Johann Pauls, der für seine unmenschliche Behandlung von Insassen berüchtigt war, die Aufseherin Jenny Wanda Barkmann, die von den Insassen aufgrund ihrer Gräueltaten das schöne Gespenst genannt wurde, und die Aufseherin Elisabeth Becker, welche die totgeweihten Gefangenen zur Gaskammer führte. Die Hinrichtung der insgesamt 11 zum Tode Verurteilten des ersten Stutthof-Prozesses wurde am 4. Juli 1946 auf dem westlichen Danzig befindlichen Bischofshügel durchgeführt, wobei 40.000 Menschen, darunter auch viele ehemalige Insassen oder deren Angehörige anwesend waren, um die ehemaligen Aufseher hängen zu sehen. Als Henker fungierten 11 ehemalige Stutthof-Häftlinge, welche sie symbolisch ein letztes Mal ihre Häftlingskleidung angelegt hatten. Ein Augenzeuge berichtete über das Vorgehen später folgendermaßen: Die Verbrecher waren betrübt und resigniert, völlig verlassen von Arroganz und Selbstsicherheit, welche sie noch während des Prozesses zeigten. Eine der Verbrecherinnen erlitt beim Anblick des Galgen einen Anfall vom krampfhaften Schluchzen und Schreien. Als ihr die Schlinge um den Hals gelegt wurde, rief sie Heil Hitler. Die anderen Verurteilten verhielten sich ruhig, zeigten sich nur deprimiert und ängstlich. Als erstes und am längsten bestehendes Konzentrationslager außerhalb des ursprünglichen deutschen Nazireiches besaß das KZ Stutthof eine traurige Sonderstellung im Konzentrationslagersystem
und zeigt das erbarmungslose Ausmaß der während des Zweiten Weltkriegs begangenen Kriegsverbrechen. Selbst im Vergleich mit anderen Konzentrationslagern waren die Lebensbedingungen absolut miserabel und zehntausende Menschen wurden einfach den qualvollen Tod durch Krankheiten und Hunger überlassen. So ist es kaum verwunderlich, dass viele der nach dem Krieg angeklagten Verantwortlichen ebenfalls keine Gnade erwarten konnten und selbst hart gerichtet wurden.